Moin Moin SeaKrauts-Freunde, willkommen bei uns hier auf dem SeaKrauts-Kanal und willkommen zurück zu der nächsten Ausgabe der Flaschenpost. Diesmal in einem anderen Stil. Wir werden euch heute nur neue Schiffe vorstellen, die jetzt vor kurzem ja, angekündigt wurden oder entweder neu angekündigt wurden oder wo eben mal Bilder verfügbar sind, wo ein paar technische Daten oder Gameplay-Varianten so ein bisschen erklärt werden, so wie das Schiff sich wohl spielen lassen soll. Wir fangen erst an, Premium-Schiffe vorzustellen und im zweiten Teil des Videos, also im hinteren Teil, kommen dann die ganzen französischen Zerstörer von T2 bis T10. Die ganzen Informationen, die wir hier haben, sind natürlich alle Work in Progress, können sich also noch verändern. Und ja, wir werden hier so ein bisschen das Offensichtliche kommentieren, mal gucken, was wir da so rauskriegen. Ich habe mich auch noch ein bisschen schlau gemacht auf einer amerikanischen Seite, wo wir noch ein paar Informationen ja, gefunden haben zu Kaliber, zu manchen Sachen. Also sind wirklich nur Kleinigkeiten, eine grobe Richtung, die da so vorgegeben wird, wie diese Schiffe sich wohl dann fahren sollen, auch gerade bei den französischen Zerstörern. Teile davon wurden übrigens auch in dem Stream genannt, den ich natürlich unten verlinken werde, inklusive der Minutenangabe, ab wann die Schiffsvorstellung da bei denen anfängt. Da könnt ihr euch das dann nochmal in einem Video angucken. Wir haben jetzt hier Bilder für euch und eben meine Kommentare dazu. So, das ist hier der T8 Premium-Kreuzer der Franzosen, die Bayard, so wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Wie gesagt, entschuldigt bitte, mein Französisch ist grottenschlecht, U-Boot-mäßig könnte man sagen, unter der Wasserlinie. Also ich versuche so ja, korrekt, wie es eben irgendwie geht, auszusprechen. Und bitte seht mir das nach. Also, die Bayard ist ein T8 Premium-Kreuzer der Franzosen. Erinnert mich ein ganz kleines bisschen an die Charles Martell von der Turmanordnung hier. Wir haben hier zwei Türme vorne und einen Turm hinten. Wir haben hier an der Seite zwei Torpedowerfer. Und die Quellen sprechen davon, dass das, drei Türme A3 Rohre 152 mm sein sollen. Sehr schwach gepanzert. Und ja, das heißt irgendwie so eine Art Glaskanone. Ein bisschen wie Kutuzov möglicherweise oder so. Und ja, dann haben wir zwei Torpwerfer, Dreierwerfer jeweils und das Schiff soll Nachladebooster bekommen. Also voraussichtlich zumindest. Und ja, das wird der erste leichte Kreuzer richtig im Spiel sein auf dieser hohen Tierstufe. So, dann kommen wir schon zum nächsten Dampfer. Und das ist dann die Sirocco, T5-Zerstörer der französischen Marine. Es wird gemunkelt, dass wir hier vier Türme A130 mm vorfinden werden. Also vorne zwei, hinten zwei und in der Mitte haben wir eben zwei wohl Dreierwerfer, die da drin sind. Ich vermute, dass der Fahrstil auch da schon so typisch französisch sein wird, so wie wir das von der Le Terrible schon kennen. Und auch die Aigle geht ja in diese Richtung. Also eher langsame Nachladezeit, dafür sind die Projektile relativ hart und machen relativ viel Schaden oder haben die Kompetenz, viel Schaden zu machen. Und die Torpedos sind eher kurzlaufend, sind kurz unter der Sichtbarkeitsgrenze, kann man die Torpedos abwerfen, vielleicht mit einem Kilometer Speckgürtel. Die Aigle wurde ja zum Beispiel vor kurzem erst ein bisschen gebufft, sodass sie auf jeden Fall verdeckt torpen kann. Vielleicht finden wir das bei der Sirocco auch wieder, sind aber auch nur Vermutungen. Der nächste Dampfer, den wir haben für euch, ist der amerikanische T9-Zerstörer, die Benham. Und die Benham-Klasse gab es eben auch wirklich, soweit ich es weiß oder soweit ich es vermute, Weiterentwicklung der Benson-Klasse. Wir haben vier Türme, vorne zwei, hinten zwei, 127 mm wird hier gesprochen. Und die Besonderheit bei dem Dampfer ist, dass wir an jeder Seite zwei Werfer A4 Rohre haben. Also hier zwei und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal zwei. Nachladezeit soll typisch amerikanisch sein für die Hauptgeschütze, also verhältnismäßig kurz und die Torpedos sollen relativ langsam sein. Wie groß die Reichweite ist, 9 bis 10 Kilometer, irgendwo da wird es wohl sein, möglicherweise Benson-Torps, sowas wird eben gemunkelt. Gut, nächstes Schiffchen. Haben wir dann die Yudachi. Davon haben wir schon mal was gehört, davon haben wir auch schon mal berichtet ein bisschen. Aktuell wird hier auch in dem Stream, von dem wir die Bilder so ein bisschen haben, davon berichtet, dass das eine Asashio-Playstyle werden soll. Also die soll sich so ein bisschen wie die Asashio spielen, bloß eben auf T7. Es sind also Tiefwassertorpedos, aber die sollen nicht so weit schwimmen können. Möglicherweise roundabout 15 Kilometer und es wird darüber nachgedacht, ob diese Torpedos abweichend von der Asashio dann eben auch Cruiser, also Kreuzer, treffen könnten. Das ist wie gesagt super extrem Work in Progress. Ihr seht es an beiden Seiten, jetzt rechts und links. Links meine Einblendung, rechts die von dem Foto. Wer weiß, in welche Richtung sich das dann wirklich entwickelt. Ist auf jeden Fall ein Basisschiff, ist die Shiratsuyu-Klasse. Ja, schauen wir einfach mal, wie dieser Dampfer dann ins Spiel tatsächlich kommt. Und wenn es hier Veränderungen gibt zu allen Schiffen, die wir euch jetzt schon vorstellen und die wir euch natürlich auch in der Zukunft vorstellen, sobald da Daten vorliegen, werden wir euch das natürlich in der Flaschenpost umreißen und euch dann auch ja, präsentieren. So, nächstes Schiffchen ist dann schon die Yoshino. Das ist quasi Azuma auf Steroide. Ein T10-Schiff wird für Stahl wahrscheinlich in der Waffenkammer, ab dem nächsten Patch heißt das Arsenal dann nämlich Waffenkammer, verfügbar sein. Vorteil des Schiffes, starke Panzerung, verbesserte Flugabwehr und wir haben Torpedowerfer, nämlich hier hinten können wir die schon sehen. Es wird davon geredet, dass sie sehr gute Abwurfwinkel haben, und zwar 2 Viererwerfer an jeder Seite und die sollen wohl angeblich bis zu 12 Kilometer weit schwimmen, die Torpedos. Das ist das, was wir da in Erfahrung bringen konnten. Wie gesagt, wird ein Stahlschiff und ist irgendwo klar, ne, dass das T9-Schiff ein bisschen schwächer sein muss als das T10-Schiff, weil die Yoshino ja eigentlich sozusagen der größere Bruder ist, sozusagen. Gut, das zur Yoshino und dann kommen wir zu einem Schiff, was ich vorher auch noch gar nicht gehört hatte, nämlich die Slava. So ist die Bezeichnung hier und zwar basiert die Slava auf dem Rumpf der Kreml, vom Forschungsbaum der russischen Schlachtschiffe. Kreml ist da das T10-Schiff. Es hat ein niedriges Sigma. Die Kreml hat ein niedriges Sigma. Und dieses Schiff soll sich halt unterscheiden. Die Kreml ist eher so ein Mittel- bis Kurzstreckenkampfschiff. Ja, mit nach vorne, mit einer verhältnismäßig guten Panzerung, an der Seite eben nicht. Und die Slava soll eine grundauf verbesserte Panzerung haben, ein höheres Sigma, also ein bisschen genauer schießen, aber eben auf Langstrecke ausgerichtet sein, denn die Türme sollen langsamer nachladen, also viel langsamer nachladen und damit ist es eher ein Sniper-Schiff, so ein bisschen wie die Franzosen oder wie die Japaner, die dann aus dem hinteren Bereich teilweise agieren müssen oder sollen und ja, so da soll die Slava sich halt so ein bisschen eingliedern. Wie das nachher tatsächlich kommt, werden wir dann sehen, wenn das Schiffchen, wenn für das Schiffchen Daten da sind und wie sich dann halt durch den Supertest schlägt. Weil das Schiffe, die wir euch jetzt hier zeigen, sind zum Teil Schiffe, die sich noch nicht mal im Supertest befinden. Ne? Die sind also quasi noch in einer, wenn man so sagen will, einer Alpha-Erstellung oder wie auch immer man das nennt. Also vor dem Supertest auf jeden Fall, teilweise. Gut. Das war die Slava und dann kommen wir jetzt zu einem Event, denn ihr, wie ich es eben schon gesagt habe, die russischen Schlachtschiffe sind ja schon in der Entwicklung und halt auch schon im Supertest, sind da auch schon relativ weit, sind halt schon mal angepasst worden und so weiter und ja, da kann man sich dann schon mal Gedanken machen über das Event, wie denn diese Sache dann ins Spiel kommt. Ihr kennt Wargaming, die letzten Male war es immer so, es gab immer ein besonderes Event, wenn irgendwie Sachen umgebaut wurden, ob nur die Aufsplittung der amerikanischen Kreuzer oder die Einführung der britischen DDs, also eine Sachen oder jetzt eben auch mit den Flugzeugträgern, mit dem Umbau, da wurde auch ein Event draus gemacht. Jetzt haben wir hier ein Event und zwar nennt dieses Event sich dann Ruhm und Ehre. Das ist so angedeutet, so ein bisschen so wie das Go Navy Event, bloß mit einer verbesserten Mechanik, so soll das nämlich kommen, ein verbessertes Konzept, so dass das Team, was am Vortag gesiegt hat oder beziehungsweise was am Vortag verloren hat, deutliche Buffs bekommt, um am nächsten Tag zurückschlagen zu können. Ruhm und Ehre ist schon mal ein besser gewählter Begriff als Haie und Adler, weil natürlich wählen die meisten Leute Haie, wenn sie zu Wasser unterwegs sind und eher selten Adler. Von daher, Ruhm und Ehre ist so ein bisschen, ja, irgendwie eine bessere Wahl, bessere Begriff, da kann es eher mal dazu führen, dass man eine ja, gleichmäßigere Entscheidung hat in der Masse, weil bei dem letzten Go Navy Event, der ja eben daran so ein bisschen gescheitert ist, dass viele eben die Haie gewählt hatten und da konnten die Leute fast machen bei Wargaming, was sie wollten. Am Ende sind sehr viele bei den Haien geblieben. Ja, wie soll das eben passieren? Ihr schlagt euch auf eine Seite des Teams, erfahrt Token. Diese Token könnt ihr einsetzen in der Waffenkammer, um dann permanente Tarnung freizuschalten für die Vladivostok, für die Chapaev, für die Kiev, Ognevoy oder eben die Lenin. Und ja, das wird sicherlich noch andere Möglichkeiten geben, was ihr mit den Token machen könnt. Davon steht jetzt hier eben nichts. Außerdem wird es wieder Container geben, worüber ihr dann Aufträge bekommen könnt, um die T5 bis T8 Schiffe der russischen Navy dann früher zu bekommen, oder der russischen Marine besser ausgedrückt, um dann früher zu bekommen. Also ihr werdet da wieder so einen Auftrag freischalten, dann müsst ihr also im Container durch Zufall finden, ne, denke ich mir mal. Und dann müsst ihr diesen Auftrag eben erfüllen und dann kriegt ihr das Schiff in Hafen gestellt. So, da gibt es noch ein zweites Bild zu, nämlich das hier mit der Zeitung. Das ist sozusagen die Ecke, wo man das so ein bisschen auswählen soll, welche Seite man jetzt wählt. Und hier sieht man dann auch den Zwischenstand. Gut, dann kommen wir jetzt zu den wohl lang erwarteten Bildern für die französischen Zerstörer. Ich werde mir jetzt ein bisschen das ersparen, dass ich hier alle Schiffe den französischen Namen original ausspreche. Ich kann das eh nicht, da werde ich versagen. Von daher ist das hier der C2-Zerstörer der Franzosen. Man munkelt über drei einzelne 100mm Kanonen, also vorne zwei, dann wird es hier hinten noch einen Turm geben, kann man so angedeutet sehen. Und es sollen ja, zwei doppelte Torpedowerfer geben, also doppelläufig. Ja, das kann man zu T2 sagen. Dann kommen wir schon zu P3, Fusilier oder wie sie ausgesprochen wird. Da gibt es nicht sehr viele Daten dazu. Ich habe in den amerikanischen Seiten jetzt nichts Besonderes gefunden. Wird wahrscheinlich eine Fortentwicklung sein. Die könnten das 4 Türme sein, könnten aber auch nur, also vorne 2, hinten 2, könnte aber auch nur ein Turm sein. Was genau da an Torpedos oder was auch immer da an Bewaffnung da ist, da können wir nur drüber raten. Wie gesagt, T2, T3, T4, die Schiffe sind ja doch relativ schnell durch 2, 3 Gefechte und schon hat man das nächste Schiff. Von daher, ja, überspringen wir das jetzt, viel mehr Daten habe ich einfach nicht. So, nächstes Schiff ist die Bourrasque, gleichnamig wie die Klasse. Und da haben wir 4 Geschütztürme, vorne 2, hinten 2, A130mm, zumindest laut der Seite. Und 2 Dreifach-Torpedowerfer A550mm. Von T4 kommen wir dann zu T5, zur Jaguar. Und da wird der einzige Kram dann schon wieder ein bisschen sportlicher, ähnlich wie die Raubkatze sozusagen. Da haben wir nämlich vorne 2 Türme, in der Mitte ein Turm und hinten 2 Türme, A130mm und auch da 2 Dreifachwerfer 555mm Torpedos. Zumindest ist, wie gesagt, sind immer wieder die Daten dieser Seite, die ich da jetzt aufrufe. Und dann kommen wir zu den ersten sehr interessanten Verbesserungen. Dann kommen wir nämlich zu T6 und ab T6 nimmt der ganze Baum nämlich so ein bisschen diese Wandlung in Richtung, wie die französischen Zerstörer als Charakter, also welche Charaktere oder welcher Charakter die französischen Zerstörer in dem Spiel bekommen sollen. Nämlich, hier wird dann auch ein Hauptbatterie-Nachladebooster verfügbar sein. Ab T6 ist das so. Und das ist ja Gepar oder wie auch ausgesprochen wird. Auch da haben wir 5 Türme, 138,6mm, also vorne 2, hinten in der Mitte ein und hinten nochmal 2. Das heißt, da hat sich das Kaliber dann im Gegensatz zur Jaguar nochmal erhöht. Und wir haben auch da 2 Dreifachwerfer 550mm. Die französischen Zerstörer haben keinen Nebel. Ja? Das Schiff wird also immer darauf ausgelegt sein, sehr, sehr schnell unterwegs zu sein, nämlich mit einem Motorboost, der 20% Boni bringt. Also wenn ihr den aktiviert, dann seid ihr 20% schneller. Normalerweise hat der Motorboost nur 7%, wenn ich mich recht entsinne. Oder sind es vielleicht 8, aber 7 oder 8% sind es auf jeden Fall. Hier bei den Franzosen ist der Motorboost eben ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich stärker und kann die Schiffe ja, doch gut beschleunigen in Verbindung mit der Hauptbatterie Nachladebeschleuniger. Also ein sehr, sehr schnelles Schiff da unterm Arsch, wenn du denn mit den Franzosen unterwegs bist. Dann geht es weiter zu T6. Da spare ich mir mal wieder die Aussprache des Namens. Da haben wir wieder 5 Türme A138mm, vorne 2, Mitte 1 und hinten wieder 2. Und 2 doppelte 550mm Werfer an jeder Seite und einen in der Mitte angebrachten Dreifachwerfer. Das ist hier zumindest angeschlagen. Ja, was kann man sonst noch sagen? Die Torpedos werden sehr, sehr schnell sein. 75 Knoten, das gilt jetzt wieder für alle französischen Zerstörer. Bis zu 75 Knoten schnelle Torpedos, aber dafür eine verhältnismäßig kurze Reichweite. Das haben wir ja auch schon bei der Le Terrible so gesehen. Die Charakteristik wird also erhalten bleiben. Wer die Le Terrible kennt, der weiß auch, dass das Schiff sehr, sehr lang ist. Also schon eher sich so fährt wie ein ultraleichter Kreuzer sozusagen. Und das wird auch die Kerncharakteristik sein. Ultra leichte Kreuzer, ja, gut Kaliber, langsamere Nachladezeit, die man zeitweilig mit der Nachladebeschleunigung ein bisschen pimpen kann, auch im Gun-Duell mit einem anderen Zerstörer möglicherweise, werden keinen Nebel haben, wie ich das schon gesagt hatte, und sind dann im Wasser halt auch sehr, sehr schnell durch mit Sierra Mike und Motorboost zusammen, kann man auf die 10 bis zu 55 Knoten schnell durchs Wasser flügen. So, von T7 kommen wir dann zu T8, das ist die Le Fantasque, dieselbe Klasse wie die Le Terrible, und ja, auch da kann man schon sehen, ist sehr viel gleich geblieben sozusagen. Wir haben vorne zwei Türme, 138, in der Mitte wieder einen, wieder hinten 2 mit 138 mm und drei dreifache 505 mm Torpedowerfer, einen auf jeder Seite und einen mittig im Schiff. Weiter geht's zu T9, die Mogador oder Mogador, ja, keine Ahnung, kann es wie gesagt nicht so richtig gut aussprechen, aber am Ende ist ja entscheidend, was wir hier an Daten haben oder was wir an Bild haben. Wir haben vorne zwei Türme und hinten zwei Türme. Ich vermute, dass hinten kann man es nicht ganz genau erkennen, aber wir haben hier vorne doppelläufige Türme, also werden wir wahrscheinlich hinten auch doppelläufige Türme haben, also 8 Läufe, und man munkelt von einem Kaliber, das wieder typisch französisch ist, also 138 mm. Und das wird dann schon ordentlich Bums machen, wenn man dieses Schiff als Flankierer benutzt, super schnell unterwegs ist und damit so richtig krass über größere Distanzen da seine Mumpeln absetzt. Ich glaube, das wird richtig krass werden. Also das sind dann, ja, irgendwie wirklich, ich kann mich wieder noch wiederholen, echt sehr, sehr leichte Kreuzer. Das ist wohl wahr. Dann haben wir, wie gesagt, auch bei den Torpedowerfern setzt sich das ein bisschen so weiter fort. Zwei doppelte 550 mm Werfer auf jeder Seite. Kann man hier sehen. Ne? Jeweils zwei. Vorne und hinten. Also hinten und vorne. So rum. Gut, dann kommen wir zu T10. Die Kleber ist dann eine Fortentwicklung. Die soll es wohl so auch real gegeben haben. Das ist sowieso bei relativ vielen Schiffen so, dass diese auch reale Vorbilder haben. Die Kleber ist wohl ein Schiff, welches ja, als Kriegsbeute aus Deutschland in Frankreich benutzt wurde, bis 1953, wenn ich mich recht entsinne. Und die hatten aber eigentlich eine deutsche Bewaffnung. Das hier ist jetzt die französische Ausführung von Wargaming, wenn man so sagen will. Also der Rumpf ist quasi so deutsch ähnlich, sage ich jetzt mal. Und hier haben sie aber französische Geschütze draufgesetzt, die von T9 quasi hier nochmal wahrscheinlich dann verbessert sein werden von T9 auf T10. Also eine ganzen Geschichten spielen da eine Rolle. Wie gesagt, auch die wird hier Doppeltürme haben, also hier vorne zwei, hinten zwei, und dann halt auch wieder von der Torpedoanordnung sieht er hier schon jeweils rechts zwei Werfer mit jeweils einem Dreierstarter, und auf der linken Seite wird es dann wahrscheinlich genauso sein. Kleber war auf jeden Fall ein französischer General und ja, kein Admiral, sondern ein Mann des Heeres sozusagen. Ja, und das ist eigentlich alles, was man zu den Schiffchen aktuell sagen kann. Ich hoffe jetzt, dass ihr ja, jetzt gut informiert seid oder besser informiert seid als vorher, und würde mich freuen, wenn ihr einfach mal die Kommentare da lasst, ob ihr euch auf Franzosen freut oder welches Schiff euch besonders ja, gefreut hat und auf welches ihr euch eher weniger freut. Lasst uns ein bisschen diskutieren in den Kommentarbereich hier unter diesem Video. Ich lade euch herzlich ein. So, und dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Lasst mir gerne einen Daumen, lasst mir gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hier auf dem Kanal im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ne? Haut rein, euer SeaKrauts-Team, euer Maracher. Ciao, ciao.